Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ich bin sehr begeistert darüber, dass ihr wieder da seid und mit mir dieses wundervolle Spiel bestreiten möchtet. Ich lasse mich an anderer Stelle ein bisschen dolle über dieses Spiel aus. Das hat aber auch seine Gründe, auf die möchte ich noch nicht eingehen tatsächlich, sondern da möchte ich nochmal kurz so... Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil, wir treffen uns im Zug. Okay. Da möchte ich ganz gerne nochmal ein paar, zwei, drei Stunden Spielzeit investieren, bevor ich da wirklich ein Feedback zu gebe. Hat einfach damit zu tun, weil viele Stunden... Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Hat zum Teil auch damit zu tun, dass ich, viele Spiele innerhalb der ersten 3 bis 4 Spielstunden deswegen aufhöre, weil sie mich überhaupt nicht flashen. Klapp, klapp. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe. Wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Yay. Neue Funktion. Also... Ich brauche mal so 2, 3, 4 Stunden, bis ich sagen kann, ob ich ein Spiel mag oder nicht. Und Final Fantasy VII ist nun mal eine unglaubliche Kindheitserinnerung für mich. Weswegen ich sage, dass ich hier an manchen Ecken, also an manchen Stellen noch anecke. Das kann natürlich auch an meiner persönlichen Inkompetenz liegen, so ist das nicht. Aber trotz allem würde ich da halt eben schon ganz gerne ein bisschen Genuss draus haben. Und deswegen spiele ich es jetzt einfach mal weiter. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Das Remake bearbeitet viele Sachen anders als das Original. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Also wirklich, das finde ich gar nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, es breitet das gesamte Final Fantasy VII Franchise, welches ja schon ziemlich weit ausgefüllt ist eigentlich, noch weiter aus und das auf eine gewisse andere Art und Weise. Und das finde ich eigentlich gar nicht so scheiße. Nur, es gibt so gewisse Punkte, also ich sage es jetzt mal offen, das Kampfsystem aktuell ist eher so, also finde ich halt eben noch nicht so ganz berauschend, aber dazu kann ich halt eben noch nicht wirklich viel sagen, weil ich noch nicht viel gekämpft habe. Bisher war mein Kämpfen einfach nur Viereck drücken. Und hat schon geklappt, gelegentlich mal Heilung wirken. Das heißt, ich kann noch nicht wirklich viel dazu sagen. Ich brauche erstmal meine Einarbeitungszeit, meine Zeit in dieses Kampfsystem oder generell in dieses Spielsystem hineinzufinden. Aber so, was ich ansonsten schon gesehen habe, so der Umriss, storytechnisch und so weiter, ist schon mega lustig und macht auch unglaublich viel Spaß. Die Sprüche sind unglaublich gelungen, die Synchro finde ich gut. Die Inszenierung ist, ich finde, an manchen Stellen ein bisschen zu dunkel, aber das kann auch in meinem Monitor liegen. Zu viel Blabla an dieser Stelle. Erstmal möchte ich ganz gerne wissen, Materia und Ausrüstung. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstung einsetzen. Probiere es aus, indem du die Materia heilen in das Panzerschwert einsetzt. Es ist das Masterschwert, das Meisterschwert, hallo? Ich könnte das doch nicht einfach Panzerschwert umbenennen. So, dafür drücke ich Materia und Ausrüstung. Okay. Aha. Ich würde ganz gerne Materia einsetzen, dafür drücke ich Dreieck. Oben sind Materia für Waffen und unten für Rüstung. Das finde ich zumindest schon mal ganz cool, das haben sie beibehalten. Ich würde ganz gerne Materia... Okay, drücke X. Und ich möchte ganz gerne Heilung einsetzen. Super. Durch das Einsetzen von Materia kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Charakterparameter verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Okay. Ich habe nicht so viel, was ich machen kann, aber es ist zumindest schon mal ganz cool. Man sieht halt eben hier selber,
wenn ich eine Materie einsetze, dann ändert sich zum Beispiel, ich habe einen Magiepunkt mehr. Das ist okay. Die Materie sollte eigentlich im Laufe des Spiels leveln, wenn mich nicht alles täuscht. Setz sie ein, wenn es brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, dann bis später. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, bin ich begeistert. Denn ich glaube, ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, in der Welt von Final Fantasy 7 einmal durch die Gegend zu laufen. Und das ist genau das, was ich ganz gerne sehen möchte. Meine Tochter und ihr Mann kommen nicht hoch. Und es ist eine... So komm, klar, es ist... Hier lang. Ha? Es gibt hier oh. Nicht da lang. Nach rechts. Ach so, da lang. Okay. Nach oben, hab ich gesagt. Ja, ich habe schon verstanden. Aber trotz allem würde ich mich hier ganz gerne umgucken. Was soll das werden, Klaus? Brauch ich den Schutz? Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Ja, ja. Ich werde schon aufpassen. Ich würde nur ganz gerne hier noch ein bisschen hin und her gucken. Okay, das sind normale Shinra-Soldaten, die da stehen. Alles gut. Mich interessiert halt eben auch so ein bisschen, was links und rechts abgeht. Und... tatsächlich, finde ich, macht das ein ganz... Oh, wait. Mit dem kann ich irgendwie reden. Über die Treppe da vorne kommt man über den Schutt. Okay. Das war jetzt eine Information, die man echt hätte... Also ich dachte, das wäre schon verständlich genug gewesen, was Jesse von uns möchte. Aber okay, gut. Ich bekomme Handgranaten. Handgranaten sind ziemlich gut. Es gibt eine Stelle, wo ich die unglaublich geliebt habe, die Handgranaten. Okay, da fallen noch Sachen runter. Das ist weniger cool. Was? Was ist denn? Okay, also es ist halt eben ein bisschen mehr Wanderzeug hier reingekommen, aber es macht die Stadt Midgar auch unglaublich groß und neumodisch. Das finde ich geil. Tatsächlich, das finde ich unglaublich geil. Was zu? Das kann nicht sein. Wieso? Das ist massiv überraschend. Was zum Henker? Das ist nicht Midgar. Das... ganz sicher, das ist eindeutig eine gänzlich andere Stadt. Warte!
Ich weiß, worauf das hinauslaufen wird. An dieser Stelle. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Ich weiß nicht, was sich Square Enix dabei gedacht hat. Aber versuchen wir es einfach mal ein bisschen blind zu spielen. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Das war ein seltsamer Moment. Nee, tatsächlich habe ich das ein bisschen anders erwartet. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das so ein traumatisches Erlebnis ist, was er hier durchlebt. Aber das war ja doch schon eher so ein Visionscharakter als traumatisches Erlebnis. Das finde ich ein bisschen schade an dieser Stelle. Weil so traumatisches Erlebnis vor Feuer wäre schon ziemlich cool. Alles gut. Also was heißt cool? Natürlich ist es total dramatisch. Man muss etwas tun! Das kann alles nicht sein! Hilfe! Shinra wird uns retten. Meine Kinder sind am Bahnhof. Ich meine halt eben nur, dass an dieser Stelle mehr Neurose gefragt wäre. Ich glaube, das hätte ein bisschen mehr Stil gehabt. Aber okay, alles ist gut. Ich finde es schön, hier durch die Gegend zu laufen. Und Häuser hochzuklettern. Warum auch nicht? Es hat so ein bisschen was von New York. Das finde ich. Das finde ich schön. Ehrlich, das finde ich unglaublich schön. Das macht diese Stadt wie eine Stadt und nicht nur wie ein Dorf. Nicht so geplant. Ich wiederhole. Das ist schon ein krasser Spruch. Krasses Ding. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter. Mama, kann ich mein Spielzeug holen gehen? Nichts da. Du bleibst schön hier. Ja, aber Hauptsache das Geld stimmt. Ich hoffe, Cloud kriegt dafür ein paar Gil. Also zumindest so 5, 6. Vielleicht auch gerne 10. Okay, hier ist der Weg. Irgendwas ist da drüben. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Wer ist denn der Gesuchte? Hier sind also auch schon Wachen. Na. Da liegt irgendwas. Ich will das haben. Er muss irgendwo hier sein.
Ich erreg besser keine Aufmerksamkeit. Doch, tu das. Da liegt irgendwas Lilanes. Ihr seht es doch auch, da unten auf dem Fußboden. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Ich will das jetzt haben. Hier sind also auch schon Wachen. Ach. Kann ich das echt nicht? Ich will das aber haben. Ich will. Ich fange gleich an, auf dem Boden so rumzuliegen und rumzutrampeln, wie so ein Dreijähriger. Das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kein Bedarf? Was macht das? Was soll das? Ich verstehe nicht, was du damit möchtest. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich... ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Ich bin verwirrt, was zum Henker geht hier ab. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich komme mal langsam auf euch zu. Ich bin bereit. Bis hier. Ist okay. Wir kämpfen hier mal ganz gemütlich weiter. Keine Chance. Tschüss. So. Das wird so nichts. Schwach. Und lustig. Mein Einsatz. Jetzt Ich will irgendwie immer noch wie bei einem anderen Spiel mit Dreieck irgendeine andere Attacke auslösen und merke nicht, dass ich die ganze Zeit irgendwie andere Kombinationen mache damit. Sie ist hier entlang gelaufen. Hier ist nichts, außer ein paar Schimmerkisten. Die nehme ich natürlich gerne mit. Why not? Und eine weitere Kiste. Und ich glaube, jetzt wo die da hinten auf einmal losgelaufen sind, weggelaufen sind. Haha, schaut mal da vorne. Aber nee, wir sind von da gekommen. Ich laufe den Weg nochmal zurück. Ich will immer noch diese
Ja, danke. Hey, du da! Volle Konzentration. So. Ja. Kampfsystem hin oder her. Los geht's. Es ist auf. Einmal Schwertwirbel und habe ich jetzt? Wunderbar. Jetzt komme ich hier an diesen Gegenstand dran und ich bekomme einen TP-Boost. Okay. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Gucken wir noch mal ein bisschen. Ich meine, wir sind ja nicht hier, um nur zu zocken. Wir sind auch hier, um mal ein bisschen links und rechts zu gucken. So. Stelle ich mir natürlich die Frage, was bedeutet denn dieser TP-Boost? Gegenstände. Verbrauchsgegenstände ist es nicht. Waffen ist auch nicht. Materia. TP-Boost. Da steht. Und man sieht hier an den Sternen schon, man kann sich auf jeden Fall aufleveln mit den Materia. Was haben wir hier? Erhöht die maximale TP. Also TP sind wahrscheinlich die HP, Health Points. Also Trefferpunkte. Mit mehreren Materia kombiniert. Maximal TP plus 100%. Boah. Kann man mal machen. Für uns jetzt erstmal uninteressant. Wir wissen ja jetzt, dass es hier Materia gibt. So, da drüben liegt, glaube ich, auch noch eine. Da bist du ja. Wir haben dich wirklich. Wir haben dich gesucht. So. Ich wiederhole. Kopf 4. Ich muss hier so ein bisschen erstmal herausfinden, wie das mit der Deckung richtig funktioniert. Das habe ich hier. Ausweichrundumschlag. Gesundheit. Wie hätte ich denn das so ausgedacht? Das sind wahrscheinlich so Bonus-Fähigkeitsgedöns. Nichts zu vermelden. Bleib wo du bist! Mein Einsatz. Es ist so ein bisschen. Bisschen das, was ich erwartet habe. Moment. Nee. Wo ist er denn? Da. Und im Schock. Im Schock ist schon mal gut. Das heißt, der macht man bekommt mehr Schaden rein. Und man kann mehr Schaden machen. Nee. Diese. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Materie, die man bekommt, zum Teil auch mehr Fähigkeiten benutzen. Aha, ein Kraftreif. Endlich mal etwas, was man nutzen kann. Ausrüstung und Materia. Ich hätte ganz gerne. Nee. Ich würde ganz gerne. Moment. Kampfeinstellung im Gegner haben Gegenstände. So. Accessoire, Kraftreif. Prüfe dein Accessoire. Irgendwie muss ich doch den Kram vernünftig ausrüsten können. Materiezuteilung, okay, das ist es nicht. Materie einsetzen. Einfach X drücken wäre der Trick gewesen. So, dem können wir jetzt einen Kraftreif geben. Und weiter geht's. Mal gucken, wo uns der Weg noch hintreibt. Irgendwie ziemlich viel Flucht. So. Achso, die sind schon weg. Na gut, okay, wunderbar. Freut mich. Schön, dass ihr euch so einfach besiegen lasst. Oh, wait. Da, von allen Seiten. Los geht's. Und richtig abgeht. Ich bin bereit. Tschüss. Nee. So sollte das jetzt nicht aussehen. Ich hatte eigentlich gedacht, so, boah krass, ich räume mich jetzt einfach mies durch die Gegend.
Oh, jetzt höre ich einen Hubschrauber. Kommen hier noch mehr? Und weiter, einfach drauf da. Ich glaube fast, hier gibt es noch mehr, was man suchen kann und finden kann. Na, ich höre auf jeden Fall zumindest noch mehr Gegner. Ich glaube nicht, dass sie alle Fluchtwege gesichert hat. So. Okay. Also ich glaube, so ein bisschen kommen wir mit dem Kram hier langsam klar, glaube ich. Mit dem Panic Rollen und. Ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt, ich gehe am besten über die Dächer. Das klingt jetzt nicht viel besser. Oben ist es wohl am sichersten. Okay. Du findest es oben sicher. Ich bin oben noch nicht so ganz klar. Aber wir könnten trotzdem schon mal einen Gegenstand nehmen. Oh, 31 Heiltränke. Ah, oh, das habe ich doch gerne. Viele Heiltränke sind gar nicht so verkehrt. Hier gibt es auch noch irgendwas. Aha. Kaum hat man einen Heiltrank verschwendet, dann gibt es auch einen neuen. Das ist doch wundervoll. So habe ich das gern. Dann wollen wir mal hier hoch. Gucken, was es da oben noch Schönes gibt. Hey. Feuer frei. Habt ihr Raketenwerfer? Seid ihr... feuert ihr ernsthaft mit feuert ihr echt mit Raketenwerfern auf mich? Also, jetzt mal ernsthaft. Das ist ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube schon fast der erste Endgegner wird ein Raketenwerfer, wird ein Hubschrauber sein, aber wir können gar keine Fernangriffe machen. So, ein Eisenreif. Bronzereif wechseln in Eisenreif. Das erhöht ein bisschen die Verteidigung. Das ist super. Nehmen wir mit. So, wo dürfen wir denn jetzt als nächstes lang? Okay, da lang. Ah, da ist ein Leiter. Geht doch. Hier entlang. Ich muss hier die Kamera drehen, nicht, dass ich gleich wieder hochspazieren. Ey, schieß mal nicht so. Und wenn du schon schießt, dann triff wenigstens. Ihr wirkt schon ziemlich schlecht ausgebildet. Der Kerl ist gefährlich. Hallo. Ach, der blockt. Das kann ich aber auch. Das geschafft. Das ist einfach umgekippt. Ich habe doch gar nichts gemacht. So, ein, zwei, hups, weg ist er. So. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Kisten immer her damit. Jetzt ist so ein bisschen noch neben der ganzen Action links und rechts gucken. Achso, das ist ein Wohnviertel. Für mich sieht es hier aus wie ein mega Absteige. Im Gefecht mit Zielperson! Du entkommst nicht! Ja doch, also ich glaube so ein bisschen. Also auch wenn ich das mit dem Kampfsystem nicht so ganz grün bin. Hat das so ein bisschen den Anschein, als kommt damit klar langsam.
Nee, ihr habt gar nichts entdeckt. Ich laufe hier nur fröhlich durch die Gegend und will eigentlich nichts Gutes. Eigentlich bin ich nur hier, um Kaffee zu trinken. Okay. Jetzt reicht's. Ihr da hinten seid der Meinung, so einen Hermann zu machen. Dann, aus die Maus. So, erstmal auf dich. Und jetzt kümmere ich mich hier um die gepanzerten Dudes. Überschätz dich nicht. Ja, das sagst du jetzt. Du entkommst nicht. Warte mal, bis ich fertig mit euch bin. Ich bin stärker. Nee. Ich stehe hier irgendwie in einer Ecke und komme hier irgendwie nicht raus. Ich liebe solche Momente. So, jetzt reicht's. Du warst der Meinung, hier so einen Hack machen zu müssen. Bam. Hast du Feuer bekommen? Na, wollt ihr ballern? Hat er gekriegt. Okay, dann... Da ist er. Nope, ich bin gar nicht hier. Ich rolle mich nur durch die Gegend. Keine Chance. Hast recht. Keine Chance. Ja, dann muss ich wohl gegen euch antreten. Auf den Boden. Whoopsa. Ja, sollte mich vielleicht auch einfach mal hinter die Barriere rollen. Und dann wird das Ganze hier auch bald wesentlich smoother laufen. Glaube ich. So, eine Mogri-Medaille. Zwei Mogri-Medaillen. Was auch immer die bringen. Was bringen die denn? Habe ich hier irgendwas? Eisenreif? Nee. I don't get it. Ich weiß es nicht, was das bringen soll. Aber es scheint irgendwas zu liefern. Oh, und ich sehe hier, wir sind an einer Brücke. Und dementsprechend mache ich hier einfach mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Let's Play Final Fantasy 7 Remake mit bisschen mehr Zeit, bisschen mehr Spaß und so weiter. Ja, ich würde sagen, hier erstmal einen kleinen Cut. Oder einen längeren. Bin mir noch nicht sicher. Bis bald!